Wow. Ich glaube, da kommt doch noch einiges. ja. Okay, ich würde sagen, das Kapitel spielen wir noch und dann machen wir doch Schluss für heute. Ich habe nämlich gerade mal in der Komplettlösung, die ich davor, keine Ahnung, wann vorhin rausgesucht hatte, für das eine Teil, mal nachgeguckt, wo wir ungefähr sind. Und wir sind, das ist ja eine PDF-Datei, auf Seite 39 von 62. Da kommt also noch etwas. Naja, na gut. Aber das Kapitel machen wir noch. Hitchcock für Kenner. Das lief ja wie geschmiert. Tore, die sich öffnen, wenn ich das Stichwort Detektiv fallen lasse. Nun ja, eine Mrs. Wilson lässt man nicht warten. Okay, eine Mrs. Wilson lässt man nicht warten. Wir sind in einer Villa. Okay. Kommt jetzt Sauerkrautkopf wieder? Nee, das war eine andere Villa, ne? Ist das eine Hitchcock-Statue? So, auf jeden Fall der MG. Wasser, dann gehen wir mal rein. Bim bam. ¿Cuántos años tienes? Señora Wilson hat etwas von einem Detektiv gesagt. Du siehst so aus, als würdest du noch zur Schule gehen. Nein, nein, das stimmt schon. Ich bin Peter Shaw von den drei Detektiven. Leider habe ich unsere Karte nicht dabei. Ich habe es nicht so mit Namen. Aber ich erkenne, wenn uns einer was andrehen will. Zeitschriften, Kekse, ein Grundstück auf dem Mond. Wir haben alles. Adios. Die ist fast so merkwürdig wie diese Anna in dem Schachschloss damals. Un poco loco, sage ich da nur. Schachschloss? Okay, das ist eine Geschichte, die mir nicht bekannt ist. Gut, was die letzten Jahre so rausgekommen ist, weiß ich ja alles nicht. Ja, aber ich klingel nochmal. Falls sich Mrs. Wilson bei mir beschwert, darf ich erfahren, wer mich abserviert hat? Ich bin Alondra Pitino. Wir brauchen einen erfahrenen Investigator, der eine Perlenkette wiederfindet und nicht einen Beach Boy. Eine Perlenkette? Hat Mrs. Wilson sie verloren? Denkst du, ich mache lange Finger? Es war ein Vertreter, der seine Beute nicht mehr hatte, als die Polizei ihn vor der Villa stellte. Che puttada! Deswegen ist sie wohl auch so skeptisch, was Leute anbetrifft, die an der Tür klingeln. Sorry. Lo siento. Nur ein richtiger Detektiv findet heraus, wo die Perlenkette abgeblieben ist. Lass es mich doch einfach mal versuchen, weil du kannst ja nichts verlieren. Oder lass mich einfach mit deiner Chefin reden. Sie reagiert gar nicht mehr. Okay. Information. Mrs. Wilson hat von einem Archiv gesprochen. Beim Recherchieren muss man gute Augen haben und darf nie aufgeben. Perlenkette. Vermutlich lässt das Hausmädchen Peter herein, wenn er das geraubte Schmuckstück findet. What? Okay. Ja, dann, ja, ich habe zwar keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen, aber ich komme wieder. Huch. Na, Peter, hast du ins vornehme Bel Air gefunden? Tja, wie es scheint, wurde ich ganz vornehm wieder ausgeladen. Peter schildert seinem Kollegen die Misere. Justus wäre nicht der erste Detektiv, wenn er nicht einen Denkanstoß parat hätte. Diese Alondra scheint von Natur aus misstrauisch zu sein. Was die Perlenkette betrifft, das Naheliegende ist oft unsichtbar. Denk nur an den Karpatenhund damals. Die gläserne Skulptur unter Wasser. Hier gibt es einen Pool. Wenn du Alondra die Perlen präsentierst, wird sie ihre Meinung über dich ändern. Apostamos? Karpatenhund sagt mir was. Okay, dann gucken wir mal in den Pool. Nicht sehr einladend. Ich bekomme schon Pickel, wenn ich das Wasser nur ansehe. Es liegen ein paar Blätter auf dem Wasser, sorry. Ja, okay. Könnte mal sauber gemacht werden, aber naja. Was? Na bitte.
Sieht so aus, als wäre die Kette auf der Flucht fortgeschleudert worden und dabei gerissen. Ach du Scheiße. Ja, und da liegt noch eine. 40 Perlen. Da oben liegt noch eine. Da. 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 Hätte es jetzt nicht so weitergehen können bis 40? Wow. Nicht sehr einladend. Ja, ist gut. Ich bekomme da schon Pickel, wenn ich das Wasser nur ansehe. Nicht sehr einladend. Ich bekomme schon Pickel, wenn ich das Wasser nur ansehe. Das ist ein Wassersprinkler. Da kommt garantiert klares Wasser raus. Ja. Ja. Das könnte lustig werden. Mrs. Wilson muss Alfred Hitchcock tatsächlich verehren. Zum Glück hat sie nie erlebt, wenn Justus ihn nachmacht. Macht er den nach? Ist mir jetzt nicht bekannt. Da ist eine Perle. Da ist eine Perle. Da ist ein Lautsprecher im Baum. Ach so. Der Baum ist nicht echt. Was der Lautsprecher soll, weiß der Geier. Warum ist da ein unechter Baum mit einem Lautsprecher? Ach so, der Baum ist nicht echt. Was der Lautsprecher soll, weiß der Geier. Ist okay. Habe ich doch richtig gesehen. Lol. Okay, aber interessantes Versteck. Alfred Hitchcock, August 13, 1899 bis April 29, 1980. Aha, okay. Ist das eine Perle da? Nein. Okay. Kann man da noch rübergehen? Nein, kann man nicht. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt ganz viele aus dem Pool fischen. Okay. Da vielleicht? Jetzt machen wir hier noch einen auf Poolreiniger. Das ist ja schon mal, ne? Wow. Wollen wir doch mal sehen, ob ich etwas unter Wasser finde. Ja, dann hüpf mal rein. Nicht sehr einladend. Ich bekomme schon Pickel, wenn ich das Wasser nur ansehe. Du hast es gerade sauber gemacht. Das sind nur Blätter gewesen. Nicht sehr einladend. Ich bekomme schon Pickel, wenn ich das Wasser nur ansehe. Dann mach es damit. Vier Perlen. Okay, und wenn man da sucht? Das waren ein paar mehr. Ich hatte aber da eingeklickt, nicht da. Nochmal. Nochmal drei, sehr schön. Komm, nochmal drei, jetzt diesmal da. Das sind nur zwei. Da in der Ecke? Ach, jetzt geht er da hin. Ist gut. Hauptsache, ich hab sie. Yay. So, das war's dann. Muss ich das zurücklegen? Nee, es ist weg. Okay, dann ist es weg. Bim bam. Lo siento. Nur ein richtiger Detektiv findet heraus, wo die Perlenkette abgeblieben ist. Ja, was sagst du dazu? Genau wie Sie sagten. Ein richtiger Detektiv findet die Perlenkette. Esto es absolutamente fantastico. Komm rein. Die alte Schachtel wird Augen machen, wenn sie ihren Schönheitsschlaf beendet hat. Die alte Schachtel? Das sieht hier aus wie in einem Museum. Sieh. Ich kann es kaum erwarten, bis das Fossil ganze Schulklassen durchschleust. Dreimal darfst du raten, wer ihnen hinterherputzen darf. Werner? Peter Shaw ist hier und hat was für Sie. Peter? Schicken Sie ihn rein, Alondra.
Da steht nur Oscar. Wo muss ich denn hin? Da hinten? No. Hättest du mir zeigen können, wo ich hin soll. Wohin denn? Na dann los. Ja, wohin denn? Da rein. Hallo, okay. Peter. Ach du Scheiße. Schön, dich so bald wiederzusehen. Tritt näher. Wow. Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, obwohl eigentlich klar, aber ich hatte nicht mit ihr gerechnet. Hallo. Alondra sagte, du hast etwas für mich. Ja. Guck mal. Meine Perlenkette. Wie hast du sie aufgespürt? Naja. Berufsgeheimnis. Am Telefon meinten sie, in ihrem Archiv würde ich sicher was über Danny Coleridge finden. Stimmt. Und wir Hitchcock-Fans müssen zusammenhalten. Wie gut kennst du dich mit seinem Werk aus? Alondra, ich gebe Peter eine Keycard. Er wird meine Ausstellung testen und beweisen, dass sie unterhaltsam und lehrreich ist. Unterhaltsam und lehrreich? Wie Sie wünschen. Nutze die Karte und löse die Aufgaben der Ausstellung. Geheime Infos sind nicht von Dauer. Wenn draußen 13 Vögel auf dem Baum hocken und du mir die Keycard bringst, kannst du dir den Schlüssel zum Archiv verdienen. Echt jetzt? Ich habe schon eine Ahnung, welchen Baum Sie meinen. Ich auch. Wie das mit den 13 Vögeln ablaufen soll, das ist mir allerdings nicht klar. Warum steht da eine Kuh mit einem Glas unterm Euter? Oh Mann. Jetzt kann ich da dran. Nein. Okay. Wie heißt der Schauspieler? Ich komme gerade nicht drauf. Egal, da hängt auf jeden Fall ein Bild von einem Schauspieler. Kann ich hier noch was machen? Kleiner Tipp. Beginne mit den frühen und folge dann den späteren Jahren. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie seine Lebenszeit war, da sind ja Jahre. Nur zu, wenn du dich ausruhen musst. Nein, danke. Mein Opa hat auch eine Schlafdecke. Ach, das ist eine Schlafdecke. Okay, ja, dann lass mich mal raus hier. Mr. Hitchcocks erste Filme in Hollywood waren noch schwarz-weiß. Was nicht heißt, dass die Plakate es auch sein mussten. Stimmt. Wie nannte Justus seinen Traum? Ach ja, surreal. Kann ich bestätigen. War er. Okay, warte mal. »13 Vögel auf dem Baum draußen. Zu dumm, dass Alondra hinter mir abgeschlossen hat.« »1899 bis 1939. Okay, dann ist hier drin auf jeden Fall schon mal erst hier nach. Ich hatte nur heute Urlaub, morgen muss ich wieder arbeiten. Daher wird es jetzt mal Zeit, ins Bett zu gehen.« Wow, das ist aber auch eine stattliche Uhrzeit, wenn du arbeiten musst. Gute Nacht. Gute Nacht, Laria. Ich denke mal, der Rest schläft sowieso schon. Gehe ich stark von aus. Morgen werde ich auf jeden Fall den Rest hiervon machen. Ne? Jetzt das Kapitel noch und morgen dann den Rest. 1899. Ging draußen hier auch noch was? Hier geht es um die Tonfilme, die in England entstanden sind. Mit Erpressung und verschwundenen Damen hatten wir schon zu tun. Ich wollte eigentlich wieder rausgehen. Nett haben Sie es hier. Das wüsste ich aber. Ich muss ja erst mittags anfangen. Bin ich jetzt fast von ausgegangen. Ah ja. Ich weiß noch gar nicht, welche Schicht ich nächste Woche habe. Muss ich mich mal erkundigen im Laufe des Tages. Wann willst du denn morgen beginnen? Ja, genau kann ich es nicht sagen, aber irgendwie wie heute, zwischen 18 und 19 Uhr. Eher zu 19 Uhr, denke ich hin. Mal schauen. Dein Wecker nervt.
Wenn du die Kurbel für den Lüster findest, wäre das muy bien. Ich hab gedacht, wäre ein Safe oder sowas. Was hat die jetzt gesagt, ein Lüfter? Ich weiß nicht, wo die Kurbel abgeblieben ist. Ich glaube, Mrs. Wilson benutzt meine Kammer für ihr Spielchen. Okay. Kann ich mir draußen den Baum genauer ansehen? Schön hier geblieben. Nachher suchst du das Weite und ich muss das verantworten. Wenn du den Baum sehen willst, oben gibt es ein Kuckloch. Ich darf nicht wieder raus. Okay. Okay, bis dann. Ja, gute Nacht. Ne? Ich darf nicht wieder raus. Ja, alles klar. Oben gibt es ein Kuckloch. Hier oben geht es um die letzten 20 Jahre. Mich fröstelt es schon jetzt. Das muss an der Klimaanlage liegen. Nicht gerade ein Kino für Blockbuster, aber eines mit Kuschelgarantie. Ein Zweimann-Kino in so einer... Aber immerhin klimatisiert. Okay, ich hab's zwar mir schon gedacht, aber ich war jetzt trotzdem überrascht. Oscars sammeln. Hier sieht man, wie der Meister geehrt wird. Mr. Hitchcock nahm 1968 den Thalberg Award entgegen, benannt nach dem großen Filmproduzenten. Mhm, okay. Das da ist ein ganz berühmtes Bild von Hitchcock. Den Oscar darf ich nicht, aber den da. Der ist wohl zu groß zu mitnehmen. Ich kenne die Wiederholungen. Mr. Hitchcock hatte eine Fernsehreihe, die er mit schwarzem Humor präsentierte. Ich habe noch seine Fitnessübungen mit einem Fallbeil vor Augen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nur der Fernseher von Fred Feuerstein ist älter. Okay. Nachdem ich Psycho mit Kelly gesehen hatte, traute sich keiner von uns mehr unter die Dusche. Nicht? Gut, dass... Okay. Gut, dass überall Oscars rumstehen. Oh, ein Kuckloch. Dann riskiere ich mal einen Blick. In der Dusche gibt's ein Kuckloch. Really? Und es zeigt genau auf den Baum. Okay, macht sogar Sinn, wenn man den Film Die Vögel kennt. Alles klar, hier kann ich aber so nichts machen. Alles klar, gut. Spätwerk, 60 bis 80. Fängt hier an, ne? Warte, kann ich da auch gucken? Mr. Hitchcock wurde am 13. August 1899 in London geboren. Hier geht es um Kindheit, frühe Jugend und den Beginn seiner Karriere mit den Stummfilmen. Da brennt ein grünes Licht. Ja, weil sich hier anfangen soll wahrscheinlich. Was ist da oben? Post. Ein Putzteufel ist Alondra nicht. Nein, haben wir schon gemerkt, am Pool. Okay, hier kann man nichts machen, also tun wir die Keycard da rein. Okay, ich habe jetzt irgendwie mit einer Zwischensequenz oder so errechnet, aber nein. Moment, da steckt etwas drin. Ach. Wester Watchmeister, wenn Ihnen mein kleiner Alfred dieses Schreiben bringt, zeigen Sie ihm bitte, wie die Polizei mit bösen Buben verfährt. Hochachtungsvoll, voll William Hitchcock. Aha. Ein Putzteufel ist Alondra nicht. Dann tun wir den Brief mal in den Briefkasten. Als Kind wurde Alfred auf Bitten seines Vaters kurz in eine Zelle gesperrt. Der Aufenthalt im Gefängnis bewirkte, dass es in seinen Filmen oft um Angst vor der Polizei und um unschuldig Verfolgte ging.
Okay. Aua, heiß. Auch wenn ich das bei ihm nicht gesehen habe, Spionagefilme hat Mr. Hitchcock auch gemacht. Da kommt jetzt Putzmittel zum Vorschein. Ernsthaft? Im Stummfilm The Lodger von 1927 richtet sich ein Mieter polternd ein. Hitchcock verwendet für die Szene einen dicken Glasboden, um mangels Ton die Hektik von unten darzustellen. Aha. Ah, offenbar bin ich hier fertig. Wow. Ja, ich habe da schon gewisse Befürchtungen. Dann, hallo, die Keykarte? Hätte ich die da wieder rausnehmen müssen? Tatsächlich. Dann tun wir sie hier rein. Komm und sieh dich um. Wenn ich das Wort ausspreche, kannst du zugreifen. Welches ich meine? Ich meine das Messer. Warst du zu langsam? Gut, neuer Versuch. Komm und sieh dich um. Wenn ich das Wort ausspreche, kannst du zugreifen. Welches ich meine? Ich meine das Messer. Welches ich meine? Ich meine das. Welches ich meine? Ich meine das. Welches kann man auf früher meine? Klicken? Falsches Timing. Nein. Welches ich meine? Ich meine das. Welches ich meine? Wow. Ich meine das. Welches ich meine? Ich meine. Falsches Timing. Welches Scheiße. Ich meine? Ich meine das. Welches ich meine? Ich meine das. Welches ich meine? Oh. Ich meine das. Welches ich meine? Ich meine das. Da ist noch ein Oscar. Welches ich meine? Ich meine das. Gut, den Oscar nehme ich auch. So, und die Messer jetzt alle da rein, oder was? Hitchcocks erster Tonfilm 1929 hieß Blackmail. Er zeigte das schlechte Gewissen einer jungen Frau, indem er die Bezeichnung der Tatwaffe Messer in banalen Gesprächen hervorstechen ließ. Okay. Dann lasse ich jetzt wohl eine Dame verschwinden. Warum steht er jetzt Dylan? Okay, naja, egal, gib. Was? Wie hieß die Dame? Ach du Scheiße. Okay. In The Lady Vanishes. 1938 sind alle hinter einer verschlüsselten Melodie her. Diesen Anlass nannte Hitchcock einen MacGuffin. Etwas, das die Handlung vorantreibt, ohne wirklich von Nutzen zu sein. Okay.
Ich habe echt die schlimmsten Befürchtungen. Da ist noch ein Oscar. Raus durfte ich nicht. Kann ich da wieder rein? Gut, hier ist... Wo ist denn hier eine Keycard? Ach so, da und da. Wow. Der ist grün. Alles klar, dann da rein. So viel zu der Kuh. Ernsthaft, ich melke gerade die Kuh. Oh Gott. Wie spricht man das aus? Suspicion? Keine Ahnung. In Verdacht auf Deutsch. 1941 steht zu befürchten. Steht zu befürchten. Okay. Ein Glas Milch könnte vergiftet sein. Um das darzustellen, benutzte Hitchcock eine Lampe, die das Glas von innen erstrahlen ließ. Aha. Und nu? So, und wofür das jetzt? Okay. Für Spellbound, ich kämpfe um dich, 1945, wollte Hitchcock mit der Tradition brechen, Träume optisch darzustellen. Dafür konnte er auf den Künstler Salvador Dali als Mitarbeiter zählen. Ich habe echt die schlimmste Befürchtung, dass nachher eine Abfrage kommt und ich habe mir das garantiert alles nicht gemerkt. Ist das Ihr Privatarchiv? Was hat hier ein Hitchcock-Film aus den späten 60ern verloren? Ein Kartenlesegerät entdecke ich auch nicht. Für mein Archiv habe ich einen Schlüssel. Der Sekretär ist randvoll mit Informationen. Die Suchmaschine bist du. Aha, da ist auf jeden Fall ein Oscar. Kein Hitchcock-Film, aber mein größter Erfolg. Wahrscheinlich dein einziger Erfolg. Hätte sich Hitch für mich als Dr. Koska entschieden, käme ich in seinem Spionage-Thriller vor. Aber er weilte in Berlin und wollte eine Deutsche. Tja, so ist das. Ach, ein Geschenk meines dritten Mannes. Er hatte Geld wie Heu. Und Geschmack, das muss man ihm lassen. Deines dritten Mannes? Du hast es tatsächlich geschafft, dreimal zu heiraten. Ja, okay, du warst früher hübscher. Aber wow. Ein Geschenk. Ja, ist gut, ist gut. Da. Das Fenster zum Hof und der unsichtbare Dritte waren in Farbe und für eine breite Leinwand gemacht. Dann bin ich mal gespannt. Okay, ich will aber erst den da. In Rear Window, das Fenster zum Hof. 1954 meinte ein Fotograf im Rollstuhl gegenüber einen Mord zu beobachten. Als der Täter den Zeugen bedroht, blendet ihn dieser mit Blitzlicht, bis Rettung naht. Den Film habe ich zwar gesehen, aber das weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Vier Schilder mit den Namen von Präsidenten. Theodore Roosevelt? Ach so. Theodore Roosevelt? Ach du Scheiße, weiß ich doch nicht, wer da welcher ist. Theodore Roosevelt? George Washington?
George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. In North by Northwest, der unsichtbare Dritte. Originaltitel und deutsche Titel, das ist ja manchmal so eine Sache für sich, ne? Ja, ist okay. 1959 hat ein Junge bereits vor einem Schuss seine Finger in den Ohren. Trotz Panzer blieb der Film bis zum Finale am Mount Rushmore spannend. Ach, trotz Panzer, wie komme ich denn auf Panzer? Ach so, mit dem Panzer war das mit... Ja, ja, okay. Ja, passiert. Also, Filmfehler. Das ist, ja. Gibt es auch heute noch jede Menge in allen möglichen Filmen. Ist hier noch irgendwo ein Oscar? Nö, ich glaube nicht. So, das war bis 59. Ist hier oben, sehr gut. Warte, hier sind noch drei so Dinger. Alter Falter. Ist das da? Ach so, nee. Dann, nee, das ist rot. Warum ist das? Da ist noch ein Oscar. Das ist auch rot? Das ist auch rot? Wo habe ich denn was übersehen? Ist unten noch was? Bei ihr da drin? Du wolltest eine Kurbel, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ist hier drin noch was? Rot. Rot. Eine andere Kartenschlitz sehe ich aber gar nicht. Und raus darf ich ja nicht. Rot. Rot. Bei ihr ist nichts. Woanders hin kann ich nicht. Ich kann nur hier hoch. Hier drin? Okay, hier oben sind noch vier. Ach du Scheiße. Okay, zack. Rot knallt ganz schön rein. Kein Wunder, dass Blut in alten Ballerspielen zeitweise grün war. Mhm. Da Hitchcock sein Meisterwerk Psycho 1960 über die Vorfälle in Bates Motel schwarz-weiß hielt, fand er für Blut den perfekten Ersatz. Er wählte Schokoladensoße. Okay. Das ist ein interessanter Fakt. Mehr nicht? Okay, das ist gut. Hier jetzt? Nein. Dann hier. Nein? Was? Laut Werner kommen noch mehr Vögel. Wie im Film. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Darf ich jetzt hier dran? Nö. Da? Nö. Und da? Da. Alfred Hitchcock Presents. Ein Standbild. Nicht gerade actionreich. Es steht auf dem Kopf. Ein Standbild. Nicht gerade actionreich.
Wofür? Zwischenspiel beim Fernsehen. Oh, ein Standbild. Nicht gerade Action. Was? Puh. Ernsthaft. Ein Junge findet einen Revolver, dreht die Trommel, zielt auf Leute. Im vermeintlichen Spielzeug stecken zwei Kugeln. Hitchcock hält uns in der Schwebe. Wen trifft es? Den Zustand nannte er Suspense. Am Ende ist alles gut. Okay. Bim bam, es hat geklingelt. Wer kommt denn da? Mein Name ist Dick Perry. Ich bin wegen der Perlenkette hier. Dios mio, der andere Detektiv ist da. Entre. Was hat Dick Perry hier zu suchen? Wenn mich Justus vorwarnen will, ist er zu spät. Na, hast du den Fall der verschwundenen Perlenkette gelöst? Ja, und die Konkurrenz schläft nicht. Dick Perry ist auch hier. Hoffentlich kommt er mir bei Werner nicht zuvor. Sag mal, was kaust du da eigentlich? Plätzchen. Hm. Mit dir ist gerade nicht gut Kirschen essen, wie? Ja, am besten du machst gute Miene zum bösen Spiel. Na schön, Erster. Da will ich mal hoffen, dass ich mehr Sympathiepunkte sammle als Dick Perry. Willst du weitermachen? Nein. Da muss ich rein. Ehrungen und Auftritte. Das sieht ziemlich leer aus. Hier wurden eine Menge Preise abgeräumt. Wer stellt sie wieder hin? Du, dir fehlen nur noch zwei. Okay. Wo habe ich die denn übersehen? Na gut, bei ihr werden die nicht stehen. Mr. Perry, darf ich vorstellen, das ist Peter Shaw, einer meiner Fans. Das nenne ich mal eine Überraschung. Wie ich höre, hast du die Perlenkette gefunden. Wie Sie sehen, liebe Werner, hat Mr. Perry den weiten Weg aus Santa Monica ganz umsonst auf sich genommen. Einer Ihrer Fans. Alles klar. Sehe ich hier irgendwo noch einen Oscar? Eventuell da. Nö. Da. Der lag auch ziemlich gemein da. Noch einer? Nein. Auch nein. Ach, was drückt mich da ständig im Rücken? Verzeihung, Mr. Perry. Der sollte dir nicht durch die Lappen gehen, Peter. Ja, der fehlte mir noch. Zurück zu meinem Anruf, Werner, teure. Wegen Danny Coleridge? Da halte ich mich ganz bedeckt. Ach, trinken Sie vom Likörchen, Mr. Perry. Liebend gern, Mrs. Wilson, wenn es Ihnen Freude macht. Ach, trinken Sie vom Likör. Liebend gern. Zurück zu meinem Anruf, Werner. Wegen Danny.
Ist okay. Das war's anscheinend, was ich hier machen kann. Ich habe ja auch, was ich wollte. Tschüss, ich lasse euch Turteltom mal alleine, ne? Weil, ja. Okay, dann so. Trotz seiner Karriere und erfolgreicher Produktionen in Hollywood hat Hitchcock selten Preise gewonnen. 5-mal war er als bester Regisseur für den Oscar nominiert. Kein einziger ging an ihn. Okay. Warum stehen hier dann überall Oscars rum? Findet Hitch. Ach du Scheiße. 15 Mal ist da drin Hitchcock versteckt. Ernsthaft? Ich meine, einmal sehe ich ihn da. Boah. Da? Der ganze? Ach so, ich dachte nur der Kopf. Da? 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 Da, 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 da. Wie oft noch? 5-mal. Wow. Ah, die Melodie ist nett. Hier? Ja. 3-mal noch. Ja. Hier? Ja. Und ups. Nicht mal schlecht. Aus Not am Mann fing Hitchcock an, selbst in den Filmen zu erscheinen. Bald erwarteten das die Fans von ihm. Das war aus Not am Mann? Also ich weiß, dass er eigentlich in allen Filmen drin war. Aber wenn man das jetzt so liest, war das wohl in den ersten nicht der Fall. Okay. Doch ihm selbst wurde es lästig. Die Suche nach ihm lenkte ab. Seitdem kam der Auftritt als Komparse möglichst zu Beginn. Aha. Okay. Dann fehlt nur noch hier, oder? Ja. What the fuck? Eine Filmspule. Glas versiegelt. Und ich brauche einen Schlüssel. Die Kamera ist so alt, dass sie noch eine Kurbel hat. Ups. Typisch Peter. Er macht sie natürlich kaputt. Hitchcock trug bereits einen Herzschrittmacher, als 1976 sein letzter Film Premiere hatte. Family Plot, Familiengrab. In der Handlung waren Brillanten zwischen den Kristallen eines Lüsters versteckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den auch gesehen habe, aber boah, keine Ahnung. So, mit der Kurbel soll ich garantiert zu der Trulli runter. Hier, ich kurbel dir mal einen. Danke, Peter. Genau da gehört sie hin. Wofür ist sie? Ich kurbel. Ich habe oben den Hinweis bekommen, dass etwas im Lüster versteckt sein könnte. Meinetwegen. Aber danach will ich meine Ruhe, comprende?
Was zum Geier ist ein Lüster? Muss ich jetzt so lange kurbeln, bis was passiert? Oder muss ich kurbeln und irgendwo gucken? Werner meint, du kommst gut voran. Dann hat der Spaß hoffentlich bald ein Ende. Ja. Werner meint, du kommst gut voran. Dann hat der Spaß hoffentlich bald ein Ende. Was ist ein Lüster? Da steckt tatsächlich etwas zwischen den Kristallen. Das ist ein Lüster. Okay. Eine Art Abspann. Im Januar 1980 hatte Königin Elisabeth II. Den gebürtigen Briten die Ehre erwiesen, in den Adelsstand zu erleben, als er am 29. November in Los Angeles, USA, nieder für seinen Stab verdankte in die Welt von Sir Hitchcock. Sein Meisterwerk haben Filmgeschichte geschrieben. Danke. Noch schneller. Mach das einfach noch schneller. Goodbye, Mr. Hitchcock. Diesmal kam kein Zettel raus. Okay. Damit hätten wir theoretisch jetzt alles erledigt, ne? Gucken wir mal da durch. Da, bitte, 13 Vögel. Und nun soll es an der blöden Keycard scheitern? Wo sollte die Keycard jetzt noch rein? Da, bitte, 13. Mir haben 13 Vögelchen gesungen, dass du mir die Keycard bringst. Ach so, ich soll sie dir wiedergeben. So, Peter, dann zeig mal unserem Mr. Perry hier, was ein wahrer Hitchcock-Fan weiß und schätzt. Werner Wilson präsentiert Alfred Hitchcock. Welches Wort wurde in Mr. Hitchcocks erstem Tonfilm mehrmals dramatisch betont? Ach du Scheiße, Messer. Was? Es ging um die Tatwaffe, ein Messer. Welcher Aufenthalt schien Alfred Hitchcock von klein auf ein Greuel? Im Gefängnis. Gefängnis. Ach so. Ach du Scheiße. Ein Aufenthalt im Gefängnis. Wie hieß Mr. Hitchcocks letzter Film? Oh, what? Sein letzter Film? Fragen. Oh Gott. War doch sogar das letzte, was wir erfahren haben. Also so ziemlich. Mali. Ahnung.
Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Werner stellt Fragen zu Leben und Werk von Alfred Hitchcock. Damit Peter seine Antworten gibt, musst du sie ihm rasch zurechtlegen. Lass dazu Buchstaben und Plätze tauschen. Bist du zu langsam, zieht Werner eine andere Frage vor. Okay. Weil, keine Ahnung. Aber sie wird es ja wahrscheinlich am Ende doch noch wissen wollen, ne? Ich weiß es aber überhaupt nicht. Fragen. Ja. Ich krieg da jetzt auch gerade kein Wort draus zusammengesetzt. Die Werbung kam nicht mal kreuzweise. Wie viele Oscars gingen an Alfred Hitchcock als Regisseur? Keiner. Kein. Man kann sie auch so vertauschen. Kein einziger. Warum hat das 2i? Ach so, oh Gott. Kein einziger. Was ließ Alfred Hitchcock im Film Verdacht von innen leuchten? Glas Milch. Ein. Falsch. Ein Glas was erleuchten ließ? Ein Glas Milch. Welchen Fehler machte ein Komparse in Der unsichtbare Dritte, bevor ein Schuss fiel? Er steckte sich die Finger in die Ohren, aber boah. Finger in ein Junge hatte bereits seine Finger in den Ohren. Womit gestaltete Mr. Hitchcock zu Stummfilmzeiten die Ansicht einer Mietwohnung? Dosengabel. Schön. Glasboden. Glas. Er filmte von unten durch einen Glasboden. Welcher Künstler arbeitete an den Traumszenen in Spellbound mit? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Rott. Keine Ahnung. Villa? In Spellborn. Ist ja scheißegal, wo drin. Ich weiß den Künstlernamen sowieso auf keinen Fall. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Welcher Künstler arbeitete an den Traumszenen in Spellbound mit? Okay, sie stellt die Frage nur neu. Ich muss sie also ablaufen lassen. Ach du Scheiße.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm, lauf ab, Zeit. Ich weiß, hab nämlich null Idee. Auch wenn wir es vorhin alles gelesen haben oder es gesagt wurde, aber in den meisten Fällen haben wir es gar gelesen. Da wird noch mehr kommen, was ich einfach nicht weiß. Das ist gerade erst die sechste Frage. Ich hasse diese Unterbrechung. Womit wehrte sich der Fotograf in das Fenster zum Hof? Boah, scheiße. Weiß ich auch nicht mehr. Womit wehrte sich der Fotograf im Fenster zum Hof? Keine Ahnung, aber ich kann hier Licht irgendwas draus bauen. Lichtblitz. Blitzlicht. Richtig. Als Fotograf blendete er seinen Angreifer mit seinem Blitzlicht. Wie nannte Mr. Hitchcock etwas, das die Handlung vorantreibt, ohne wirklich von Nutzen zu sein? Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Magie Dingsbums. Das ist auch zu spät für sowas, muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe es vorhin echt, ich habe es schon vorausgesehen, dass da viel zu viele Sachen sind, die ich mir einfach nicht merke. Obwohl es interessant war, das alles zu lesen. Ich habe es mir trotzdem nicht gemerkt über die kurze Zeit. Obwohl es höchstwahrscheinlich auch das hier zum Beispiel, höchstwahrscheinlich auch ein Begriff ist, den man eventuell sogar sowieso wissen könnte. Ich aber nicht. Und die Frage ist, was passiert jetzt am Ende, wenn ich die Fragen nicht beantwortet habe, die ich nicht beantwortet habe? Ich hasse diese Unterbrechung. Woraus bestand das Kunstblut im Thriller Psycho? Schokolade.
Mr. Hitchcock nahm Schokoladensoße. Wenn Mr. Hitchcock sein Publikum emotional in der Schwebe ließ, sprach er von... Ach Gott. Der Zähler ging übrigens gerade nicht weiter, als wir die Frage nicht beantwortet haben. Wir müssen 13 Fragen beantworten. Keine Ahnung. Das nannte Mr. Hitchcock Suspense. Welcher Gag von Mr. Hitchcock erfolgte zunehmend zu Beginn eines Films? Welcher Gag von Mr. Hitchcock, dass er als Komparse dabei war? Sportler mit Saatkauf, was? Komparse. K-O-M-P-A-R-S-E. Ach so, Komparse, Auftritt als Quatsch. Auftritt als Komparse. Auftritt als Komparse, damit die Zuschauer nicht abgelenkt waren. Wie hieß Mr. Hitchcocks letzter Film? Da war klar, dass die Fragen wieder kommen. Jetzt kommen die drei Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Ich kann sie nicht. Malibi-Fragen. Oh Mann. Ich habe ja zum Glück, auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle nicht finde, ich habe ja die Komplettlösung hier irgendwo. Da ist es doch. Wie hieß Hitchcocks letzter Film? Familiengrab. Der letzte Hitchcock-Film war Familiengrab. Welcher Künstler arbeitete an den Traumszenen in Spellbound mit? Salvador Dali. Oh Gott, das hätte ich mir merken sollen, ernsthaft. Ich meine, jetzt, wo ich es gelesen habe, ja. Aber Salvador... Das war Salvador Dali. Wie nannte Mr. Hitchcock etwas, das die Handlung vorantreibt, ohne wirklich von Nutzen zu sein? MacGuffin. Okay. Ja, das ist wirklich... Wow. Ach so, man sollte es auch richtig schreiben.
Das nannte er einen MacGuffin. Das, ja. Oh, Peter, das war hervorragend. Hier hast du den Schlüssel zu meinem Sekretär. Danke, aber ne, ich hatte Google zur Hilfe. What the fuck? Okay. Wo finde ich da bloß was? Ach du Scheiße. Also mal abgesehen davon, von wo finde ich da bloß was? Was suche ich denn? In diesem Artikel behauptet Raghav Shirodkar, er sei für die geheime Rolle in High Level Spy besser geeignet als Danny Coleridge. Er stehe sofort zur Verfügung, falls sich Danny als unzuverlässig erweisen sollte. Hatten wir die Aussage nicht sowieso schon mal? Kommt mir zumindest bekannt vor. Wie auch immer. Weihnachtsgeschenk für Hitch besorgen, okay. Nada. Garderobe für die Oscarverleihung. Wie auch immer. Hitch Rückruf nächste Woche. Och, Mano. Ja. Nada. Kennen wir schon. Nada. Hitch zum Geburtstag gratulieren. Wie auch immer. Geschenk für Hitch besorgen. Weihnachtsgeschenk für Hitch besorgen. Wie auch immer. Och, Mano. Rückruf nächste Woche. Bleibt das jetzt dabei? Nada. Habe ich, was ich brauche? Danny hält diesen Raghav für einen Freund. Wie du siehst, hat er ein Motiv, ihm zu schaden. Ich habe gehört, dieser Inder lässt irgendwo ein Studio einrichten. Zufall? Wahrscheinlich nicht. Mir ist nicht entgangen, dass Mr. Perry nur wegen Danny seine Dienste angeboten hat. Keine Sorge, Peter, dir bin ich gern behilflich. Das ist schon mal nett. Klar, weil ich habe dir einen Job besorgt. Das ist ja logisch. Mir ist nicht entgangen, dass Mr. Perry nur wegen Danny... Miss Hitchcock hätten Sie nichts als Scherereien gehabt, Teuerste. Meinst du? Du siehst ihm irgendwie auch ähnlich, muss man mal versagen. Miss Hitchcock hätten Sie nichts als Scherereien gehabt, Teuerste. Okay, kann ich mir eine Weintraube nehmen? Nein. Ja. Dick Perry, der Schnüffler hat gerade noch gefehlt. Ob seine Anwesenheit auch Vorteile haben kann? Man weiß es nicht. Information. Endlich kann sich Peter Werners Archiv widmen. Dem Inhalt des Sekretärs. Sobald er etwas Interessantes findet, sollte er gut überlegen, wem er es zeigt. Ach so. Das heißt, ich muss da noch mehr raussuchen und mir überlegen... Hier berichten Studenten ihre Kommilitonen Danny und Raghav hätten einem Neuling übel mitgespielt und ihn für Stunden in der Wildnis ausgesetzt. Das zeige ich, glaube ich... Sieh an, Mr. Perry ist eingeschlafen. Na sowas, dann zeige ich es dir. Typisch Studentenverbindung. Vor der Aufnahme steht eine Mutprobe. Danny und Raghav amüsieren sich gern auf Kosten anderer. Mhm. Mir ist nicht entgangen, dass Mr. Perry nur wegen Danny seine Dienste angeboten hat. Das ist nicht das erste Mal, dass wir in unserem Fall auf China stoßen. Och, Mano. Muss ich jetzt jedes Mal hier hin und her?
Was unsere Filme angeht, so gelangt nur ein Bruchteil in die Volksrepublik China. Die Zensur ist streng. Dennoch sind wir begehrt. Und sei es, um uns mit billigen Kopien zuvorzukommen. Wer spricht da schlecht von den Chinesen? Das hätte ich also dir zeigen müssen. Erkennen Sie die Frau auf der Titelseite? Das ist Lin Xiaolong. Sie macht mir die Hölle heiß, wenn ich nicht bald an Dennys Anzug komme. Oh. Die Chinesin ist Ihre Auftraggeberin, nicht umgekehrt? Und Sie sollen ihr Tiny Mites Outfit beschaffen? Nur ruhig Blut. Mr. Perry, ich denke, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Was will denn Bobs Mutter von mir? Okay. Mrs. Andrews? Nein, Zweiter, ich bin's, Bob. Das Handy ist eine hart erkämpfte Leihgabe für die Superheldenparty heute Abend. Während Werner Wilson Dick Perry zur Tür geleitet, berichtet Peter in wenigen Worten Bob, was er in Erfahrung bringen konnte. Die Jungs sind sich einig, dass sich nun zwei Fragen stellen. Lin Xiaolong hat Dick Perry beauftragt, Dannys Heldenanzug zu beschaffen. Sollte sich jemand aus ihrer Heimat dafür interessieren? Hat Raghav Danny dazu verleitet, sich selbst und mir zu schaden, weil er ihm für die eigene Filmkarriere im Weg steht? Bob, der seinen Käfer abgeholt hat, ist auf dem Weg nach Hollywood, wo die Party steigt. Dort hofft er, Beweise zu finden, die das falsche Spiel von Dick Perry und Raghav Shirodker erklären. Okay. Damit würde ich sagen, war es das für heute. 5:15. Mein lieber Herr Gesangsverein, wir sind bei 10 Stunden Stream. Alter Schwede. Ich gucke nochmal gerade. Warte mal. Ich habe ja jetzt gerade in die Lösung reingucken müssen. Und das war Seite 45 von 62. Da kommt also auf jeden Fall noch zu viel, um das jetzt noch eben durchzuziehen. Aber hier sind zwar noch so 3 Leute oder 4 Leute noch im Chat vorhanden, aber die sind eh alle geschlafen. Von daher, das hier machen wir morgen weiter. Irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr werde ich wieder starten. Ich denke mal eher zur 19 Uhr hin. Spielen wir die Kapitel zu Ende, die da noch kommen. Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal 3, 4, ich weiß es nicht, ich kann das nicht abschätzen. Und ja, wenn das schneller geht als gedacht, dann machen wir auch nicht mehr Schaden noch hinterher oder so. Wie dem auch sei. Ich wünsche eine angenehme Nacht, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Lust habt, bis morgen. Stimmt es? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.